Ich habe eine neue Funktion in Lightroom Classic mit dem Namen Objektiv Unschärfe. Und bei mir steht da früher Zugriff. Daher weiß ich nicht, ob das nur an eine bestimmte Gruppe ausgespielt wird. Und ich habe das und du hast das noch nicht. Aber wir schauen es uns einfach mal an, denn es sieht vielversprechend aus. Ich habe hier drei Fotos rausgesucht, die wir mit der Objektivunschärfe mal bearbeiten können. Die Fotos sind bearbeitet, da sind unsere Presets drauf und auf der rechten Seite sehe ich diesen neuen Reiter Objektivunschärfe. Hier steht früher Zugriff. Die Objektivunschärfe ist eine Funktion im frühen Zugriff. Wir arbeiten noch daran und würden uns über Feedback freuen. Wahrscheinlich haben es auch einfach alle und wir werden hier darüber informiert, dass das eben noch, dass man daran noch arbeitet. Ich habe jetzt diese drei Fotos hier mir ausgesucht. Ich habe also eins klassisches Porträt in Bewegung. Hier habe ich eins, da ist der Hintergrund näher an dem Paar. Und hier habe ich mir gedacht, ob ich auch eine Unschärfe bei mehreren Personen hinbekomme, bei einem Gruppenfoto. Und damit ihr versteht, worüber wir hier sprechen, machen wir das einfach mal bei diesem ersten Foto. Ich habe das schon aktiviert. Er braucht ein paar Sekunden, um das auszurechnen. Und wenn ich das anwende, sieht das so aus. Ich mache das jetzt ein paar Mal an und aus. Und das Erste, was mir auffällt und was mir positiv auffällt, ist, dass ich diese Ecke hier hinten, da habe ich mir schon gedacht, vielleicht wäre es klug, das irgendwie so ein bisschen zu reduzieren. Diese Struktur hier hinten, da wandert irgendwie mein Auge immer hin. Und in dem Moment, als ich habe es zufälligerweise mit dem Foto getestet, als ich Objektivunschärfe angewandt habe, fällt das weniger ins Auge. Ich kann das Ganze jetzt hier in der Intensität, ich drehe hier mal so ein bisschen hin und her, kann ich da spielen, bis es wirklich sehr übertrieben aussieht. Es gibt Fotografen und Fotografinnen und es gibt eine Art von Fotografie, die genau das total schön findet und das produziert und Kunden, die das genau haben wollen. Bei uns ist es, für mich wäre es jetzt ein bisschen zu viel. Ich finde diesen Bereich hier aber doch ganz angenehm und finde es nicht zu künstlich. Auch durch diesen Sunflare, die Sonne wird gebrochen hier in diesen, hinter diesem Baum. Dadurch wirkt das nicht sehr künstlich und ich finde es ganz schön, weil es den Blick des Betrachters natürlich auf das Paar lenkt. Wenn ich das jetzt hier rüberschiebe, kann ich den Fokus verschieben. Also ich mache jetzt mal den Fokus sozusagen auf den Hintergrund und der Vordergrund, das Paar wird unscharf und jetzt wende ich das mal an. Es soll ja Fotografen geben, die das ganz schön finden, wenn der Vordergrund unscharf ist und der Hintergrund scharf. In dem Fall funktioniert es in meinen Augen nicht, sondern das würde ich jetzt, wenn das Foto so gemacht wäre, würde ich das verbuchen, als der hat versehentlich den Baum fokussiert. Aber ich verstehe eine Unschärfe. In dem Fall finde ich es aber nicht passend. Und ich finde es auch nicht gut gelungen, wenn wir hier mal ranzoomen. Adobe wird das entschuldigen mit, wir arbeiten ja dran. Aber das sieht natürlich sehr künstlich aus. Aber zurück zu dem, was ich interessant finde, nämlich den Hintergrund so ein bisschen abzuheben vom Vordergrund. Das wiederum finde ich sehr gelungen bei dem Foto. Wir schauen uns das mal bei dem Foto an. Und wenden das Ganze auch wieder an. Ich glaube, hier ist es sehr leicht, weil das Paar doch klar kontrastreich und auch, weil sie die Sonne im Rücken haben. Es war natürlich leicht bewölkt, aber das Licht kommt von hinten. Ich glaube, dadurch lässt sich das sehr gut freistellen. Und auch, weil der Hintergrund natürlich weiter weg ist, wirkt das, denke ich, schnell und einfach gut. Ich würde das aber reduzieren. Für mich wirkt das sehr, sehr stark verschwommen im Hintergrund. Das heißt, ich gehe jetzt hier mal auf vielleicht was zwischen 20% und 30%. Und jetzt würde ich das Ganze nochmal anwenden. Und ich muss sagen, es gefällt mir. Es ist ja im Prinzip der Look, als wenn ich es mit einer viel längeren Brennweite fotografiert hätte. Ich habe es aber, wie du oben siehst, mit 35 mm fotografiert. Das und auch hier einer Blende von 6,3 und dadurch haben wir diese Schärfe auch im Hintergrund noch relativ gut drin. Und wenn ich jetzt hier diesen Effekt anwende, fliegt das ganz schön weg, muss ich sagen. Gefällt mir bei diesem Foto sehr gut. Es ist unglaublich, was wir alles tun können mit einem Klick, um ein Foto sofort interessanter zu machen.
Ganz spannend. Wir schauen es uns mal noch an, ob wir das hier gut hinkriegen bei dem Gruppenfoto. Auch da ein bisschen zu viel, 50%, also mir persönlich, alles zwischen 20 und 30 sieht richtig schön aus, das muss man doch sagen. Blende 6,3, 35 mm. Sieht gut aus, sieht gut aus. Vielleicht sind die Übergänge ein bisschen zu hart. Vielleicht ist es noch ein bisschen zu hart. Aber ansonsten, wo fängt die Unschärfe an? Es sieht natürlich aus. Es sieht aus, wie mit der Kamera so fotografiert. Ich sehe, wenn ich jetzt hier mich um die 20% bewege, würde mir und Kunden und Kundinnen das sicher nicht auffallen. Mir vielleicht eher, wenn ich wirklich jetzt hier genau reinschaue und mir die Kanten anschaue. Aber das sieht ziemlich gut aus. Wenn man es übertreibt, dann sieht es nicht mehr gut aus. Dann sieht es aus wie ein, ja, dann sieht es sehr, sehr künstlich aus, muss ich sagen. Ja, auch die Haut oder die Kanten scheinen sich da so ein bisschen zu verändern. Also ganz spannend. Ich bin gespannt, ob ihr das schon habt. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin auch gespannt über eure Meinung dazu. Ich finde es ganz schön und werde sicher das ein oder andere Mal anklicken, hier klicken, um Feedback zu geben. Naja, das machen wir jetzt nicht. Alles klar, das war's dazu. Objektivunschärfe neu in Adobe Lightroom.